Hallo, herzlich willkommen bei Reisemobile Dülmen. Ja, wenn ihr uns aufmerksam verfolgt, dann habt ihr bestimmt gesehen, dass wir vor geraumer Zeit mal ein Umbauprojekt in Angriff genommen haben. Ja, leider ist unsere Werkstatt sehr ausgelastet, aber ja, ich kann euch auf jeden Fall schon mal ein paar erste Erfolge zeigen. Wie wir sehen, ist der Ventana K65, den wir schon mal angepriesen haben, den umzubauen. Wir haben einmal die Originalversion, wie er ab Werk aussieht, und einmal unsere Reisemobile Dülm Edition, so wie er aussehen könnte. Wir haben hier eine andere Frontschürze dran gebaut. Wir haben das lackiert, schön in schwarz-weiß. Wir haben Nebelscheinwerfer verbaut. 20 Zoll Delta-Felgen sind hier drauf. Eine Spurverbreiterung. Wir haben die Radlaufverbreiterung drauf. Ja, lasst es mal auf euch wirken. Guckt es euch einfach mal an. Vorher-Nachher-Bilder. Wir haben hier die beiden Autos baugleich nebeneinander. Schaut sie euch einfach mal an und lasst es auf euch wirken. Ja, leider ist dieses Auto verkauft worden, bevor unser Projekt zu Ende war. Also ihr seht, ja, unser erstes Video hatte schon einen Eindruck hinterlassen. Wir haben ihn zwischendurch schon auf dem Festival auch vorgestellt. Er kam sehr, sehr gut an. Ja, er ist verkauft. Also wir haben ihn noch nicht mal richtig fertiggestellt. Aber ihr seht, alles, was ihr euch wünscht, können wir auch in der Realität umsetzen. Der Kunde, der diesen Wagen gekauft hat, der sagte, der sieht von vorne ganz anders aus wie so ein Standardfahrzeug. Ja, das stimmt. Wir haben eine ganz andere Schürze vorne dran, andere Felgen drauf. Wenn ihr Ideen habt oder Anregungen, Wünsche, kommt zu uns. Wir gucken, was realisierbar ist. Und in den meisten Fällen ist das auch umsetzbar. Und dann haben wir so ein Ergebnis. Dann haben wir einfach ein Auto, was nicht aussieht wie von der Stange, ein bisschen individueller ist. Ja, wenn euch das gefallen hat, bitte schreibt irgendwas in den Kommentaren oder irgendwelche Anregungen. Ja, wir würden uns da echt drüber freuen. Ja, ansonsten, wir sehen uns. Euer Michel Kummering.